Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde The Infected mit Voucher und mit Nameless. Schön, dass ihr da seid. Hier seht ihr, gerade habe ich mal Maß genommen auf jeder Seite, um zu gucken, wie das aussehen könnte, wenn wir die Base mit einem, ja, mit einem geraden Verlauf zumachen. Das heißt, wir brauchen ja irgendwo eine Verteidigung später. Aber ich habe das Ganze mal weiter gesponnen, habe es nicht abgespeichert. Es sieht einfach scheußlich aus. Wir haben nämlich hier das Problem einmal. Die Straßenkurve, warte mal, wir machen uns kurz den Helm, dafür waren wir ja unterwegs. Da muss ich mir nochmal genau Gedanken machen, wir werden es allerdings nicht gerade machen, das sieht einfach nicht gut aus. Das sieht einfach nicht gut aus, Leute. Was brauchen wir denn jetzt noch? 4 Kevlar, drei Stoffwaren und Kupferwaren, glaube ich. Gell? Wo haben wir denn das Zeug hin? Hier sind die 4, hier sind die und dann wird das ganze Ding hier, glaube ich, gebaut, oder? Dann sehen wir auch mal wieder was bei Nacht. Vor allem cool, jetzt können wir dann auch langsam in die Höhle. Ah, Träumchen. Also wie gesagt, ich gehe mal hoch, das sieht man es glaube ich am besten. Wenn wir einfach nur viereckig drumherum ziehen, dann sieht es nicht gut aus. Zum einen haben wir verschiedene Höhen. Das heißt, wir kommen mit dem Zaun dann nicht so wirklich gerade hin, so wie ich es gerne hätte. Ziehe ich ein komplettes Fundament außenrum, sieht es blöd aus wegen den Straßen. Also wir werden es aller Wahrscheinlichkeit nach ans Gelände anpassen, habe ich mir überlegt. Das heißt, wir nehmen von dem Stein Maß, ziehen uns später eine Verteidigungsanlage hier rum. Das wäre eine Möglichkeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben es hier schön ausgerichtet, im Prinzip an der Straße. Das kommt auch ganz gut. Aber wie wir es einzäunen, Leute, weiß ich tatsächlich noch nicht. So, was machen wir heute? Was mich ganz arg interessieren würde, wie sieht es denn beim Händler aus? Beim zweiten. Hat der vielleicht eine Info, wo der Mike ist? Ansonsten müssen wir gucken, dass wir den Mike irgendwie finden. Ich würde sagen, wir bauen uns mal kurz das Ding hier fertig. Wir nutzen jetzt gerade mal die Nacht noch. Dann kriegen wir nämlich heute auch noch einen Ausflug vielleicht hin. Würde ich schon kurz zum Händler fahren. Ha, ich bin noch nicht ganz schlüssig jetzt, wie das da werden soll. Es sieht nicht so geil aus, wie ich gedacht habe, wenn ich es drumherum ziehe. Weil meine ursprüngliche Idee war 4 Türme, die ich dann oben mit einer Lauffläche verbinde und eine Verteidigungsanlage. Aber wenn ich das dahin baller, sieht es rausgestanzt aus. Wenn wir es krumm bauen, kommen wir von den Höhenunterschieden. Weil ihr seht ja zum Beispiel hier, wollte ich bis hier rausfahren, dann komme ich da hinten wieder nicht hin, wenn ich eine gerade Fläche ziehen will. Wenn ich den Zaun mache, dann geht das entweder in den Boden rein oder er hängt über dem Boden rum. Ne, die snappen mittlerweile, kann ich euch auch kurz zeigen, das finde ich ziemlich gut. Ja, also wenn ich jetzt, sage ich mal, hier sieht man es am besten eigentlich. Wenn ich jetzt hier den Zaun so anzeichnen würde, ja, dann siehst du, dass wir hier über dem Wasser hängen. Wenn ich von hier Maß nehme, ja, dass ich sage, okay, dann nehme ich doch einfach hier Maß. Dann hänge ich. Na, jetzt habe ich nicht getroffen. Aber ihr seht, was ich meine. Ich komme dann hier in die Erde rein. Ich meine, das sieht noch am besten aus. Nur, wenn ich das viereckig mache, taugt es nichts. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den Felsen als natürliche Umrandung reinnehmen. Hier vielleicht die Tiere später. Dann gehen wir hier rüber. Und dann werden wir hier eher krumm den Zaun aber auf selber Höhe oder so probieren. So, kriegen wir das jetzt schön gebastelt hier oder wie sieht's aus? Wie viele Bretter habe ich denn jetzt hier? Na, nicht so viele. Aber das kriegen wir hin. Das Thema ist nämlich, wir brauchen wieder Platz. Ich muss halt immer wieder die Sachen ausräumen. Entschuldigung, Herr Kobberle, da war es wieder. Das Standard-Kobberchen. Obwohl, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wie voll war denn der Bock? Ja, schon ziemlich, ne? Ich nehme trotzdem mal die Sachen raus. Den können wir auch rausnehmen. Weil wenn wir schon unterwegs sind, sollte man natürlich auch einen kleinen Loot-Ausflug machen heute. Die kannst du mir mal mitgeben. Ich muss nämlich noch, bevor wir gehen, in die Höhle. Ja, jetzt gucke ich mal kurz, ob ich das irgendwie hier verräumt kriege. Warte mal, das machen wir jetzt einfach mal hier rüber. Den Pfeil, den kriege ich hier nicht rein. Das Ding nehme ich mit. Warte mal, den können wir einschmelzen gleich. Die Nägel eher nicht. Nehmen wir das hier einmal kurz raus. Bupp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä, halt. Nee, mir hast du doch abgemessen, richtig. Hab ich was gehört? Dann machen wir hier gleich mal weiter. Je schneller wir Platz haben, desto besser. Ja, dann machen wir heute nochmal gemütlichen Ausflug. Vielleicht bauen wir aber auch erstmal alles so auf und machen ganz zum Schlussessen wer außenrum. Oder wir bauen so ein massives Gebäude, das dann im Prinzip alles mit einschließt und bauen dann presst die Verteidigungslage an die Außenmauern, weißt du? Dann könnte ich nämlich jetzt hier einen Laufweg rüber machen.
dann könnte man da Mike sein Anwesen. Ja, das müssen wir uns mal angucken. Sollte man natürlich erstmal alles freischalten. Ich glaube, die Sachen haben wir noch gar nicht alle freigeschalten. NPC-Gebäude. Doch, die NPC-Gebäude könnte man sich angucken von der Größe. Das muss, glaube ich, auf dem Fundament, aber das könnte ich mir vorstellen, dass wir dann ein massives Gebäude einfach bauen und dann außen einen Laufrand und Kante unten, Außenkante, Laufrand unten die Verteidigungsanlage außen rumziehen. Ich glaube, das könnte massiv aussehen. Das wäre eine Idee. Siehst du, auf die bin ich gar nicht gekommen. Gut, dass ihr da seid. So, lass mal schauen, lass mal schauen. Das habe ich jetzt mitgenommen, um hier kurz einmal anzukicken. Machen wir eben hier zwei Stück rein, nehmen die Bahn raus. Zack, machen hier zwei rein. Und zack. Ich brauche halt Platz. Mal die Bahn, die kann ich hier reinballern. Die Sticks hier. Wie sieht es jetzt aus im Böckler? Da ist nur Sprit drin und das hier, das ist gut. Machen wir das hier einmal kurz damit drüber. Ist okay. Ey, wie viel Zeug der da schon wieder gesammelt hat. Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, ich räume kurz auf. Dann gehen wir pennen. Stärken uns und dann hauen wir ab. Aufgeräumt ist, wir haben noch 25 Bolzen. Unsere Waffen sind auch noch soweit okay. Ein Techpunkt wäre halt auch nicht schlecht. Dann können wir uns dieses Schleifgerät freimachen. Das mit dem massiven Gebäude. Futuristisch, massiv, verschnörkelt, aber so, dass nachher nicht viele leere Räume da sind. Das wäre eine geile Geschichte. Wie viel brauche ich denn hierfür noch? 8 Nägel, 8 Bretter. Immer die 8 Bretter sind kein Problem. Und 18 Eisenbarren. Ich habe jetzt alles in die Kisten mal so reingeschmissen. Ich will auch ganz kurz hoch einmal nach oben geschwind schauen, wie weit wir oben fortgeschritten sind schon. Mit dem Sprit, dass da wieder Sprit gleich reinkommt. Siehst du, das war jetzt hier die Geschichte. Dann mache ich da schon mal die nächsten zwei Barren klar. Dann haben wir einen Alubarren und einen Eisenbarren. Ja, dann wird es halt heute nicht fertig, dann wird es morgen fertig. So, nehme ich ab in die Kiste. Pennen wir, stärken uns, gehen mal ganz kurz in die Höhle und dann schauen wir mal beim zweiten Handy vorbei. Werte sind soweit okay, 6 Uhr morgens ist cool. Okay, hier ist ja auch schon wieder so eine gute Mischung Mist. Okay, das ist soweit klar. Dann mache ich mir hier gleich einmal Biosprit. Da haben wir jetzt drei, aber da waren irgendwo noch welche. Hier. 12 Stück. Dann würde ich einmal kurz die Kartoffeln vielleicht noch richten. Weil, wie gesagt, ich habe das jetzt angezeichnet vor der Folge. Ich habe es halt nicht abgespeichert. Wenn ich es ganz außen rum ziehe, viereckig und so Türmchen dahin mache, dann sieht es nicht von jeder Seite richtig gut aus. Im Gegenteil. Deswegen verzichte ich da drauf, ne? So, wir machen auf jeden Fall schon mal 4 Kartoffeln drauf. Dann ist das erledigt. Die lasse ich vielleicht spoilen, die Sachen. Für Sprit nochmal. Das baller ich dann jetzt hier rüber. Das auch. Und das ist mir jetzt auch gerade wurscht. Zack, weg damit. Dann einmal hier die Geschichte. Dann nehmen wir einmal sauberes Wasser raus, machen uns gleich einen neuen Topf voll Zeug. Wir könnten theoretisch dann beim Einzäunen natürlich großzügig sein und sagen, wir gehen dann von dem Felsen bis zu dem da hinten, von dem davor, zwei Tore rein oder sowas. Ich glaube, wo waren wir stehen geblieben? Beim Wasser, ne? So. Schmutziges Wasser, 200. Hat sich angehört wie diese eine Fragequiz. Ich nehme schmutziges Wasser für 200. Ne? Das wäre eine schöne natürliche Mauer. Hier die Tiere. Dann hier das massive Gebäude, das als Schutz schon alleine gilt. Und dann könnte man da irgendwann später außenrum noch einen Zaun ziehen oder so. Wenn wir das dann noch brauchen. Aber ich glaube nicht. So liegen lassen ist nicht. Hallo. Kleines Fröschlein. So, nehme ich, passe ein bisschen auf dein Dings auf. Wie viel Kilo hast du? Ja, Krokodil, wir machen mal die wichtigen Sachen jetzt als erstes. So, hier ist so gut wie leer, das würde ich schon mal mitnehmen. Dann machen wir hier 4 Sprit wieder rein. Jetzt bin ich halt dann gleich überladen, gell? Haben wir gedacht. Warte mal, halb hier mal den und nimm dann nur 3 Stück für hier. Sehe ich denn jetzt hier mein Gewicht irgendwo auch?
Ich lasse den einfach mal weiterlaufen. Der geht ja jetzt nicht gleich voll, ne? Ich würde sagen, ich nehme mal noch so. Das würde ich mitnehmen. Mist. Kann ich einen Stein zurückpacken? So. Rest holen wir dann später. Dann verwerten wir das jetzt noch einmal. Dann sausen wir direkt mit einer kleinen Mini-Blende zum Händler. Und dann schauen wir uns da oben mal um. Ja, das wäre doch eine schöne Barriere. Hier rüber. Wir müssen nur drüben gucken, wie wir es dann an der Straße machen. Vielleicht mache ich aber auch an der Straße entlang dann die Zäune hin. Geil wäre es natürlich. Wir müssen halt mal gucken. Da gibt es nämlich Sachen, die habe ich so noch nie oft eingesetzt. Zum Beispiel dieser Holzscheit hier, ne? Der könnte eventuell die Möglichkeit geben, dass wir oben auf Stelzen gebaut noch irgendwie einen schönen Raum oder so rausziehen, weißt du? Warte. Ja, Hallöchen, haben wir Besuch. Wer bist denn du? So, die nehme ich hier raus und dann baller ich jetzt mal hier die Kupfer rein. Die Alu. Dann sind die Alu aufgehoben. Die Steine packe ich dann hier rein. Und dann machen wir das hier noch. Und dann kommen wir auch ein Stückle weiter. So, und das nehme ich natürlich jetzt heute nicht mit. Also, nehmen wir es soweit hergerichtet. Bisschen Verpflegung hat er dabei. Seine Taschen sind leer. Und unser Weg führt uns dann zu dem Handy hoch. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal die übernächste rechts ab. Und da hole ich euch nochmal mit rein, dass wir in der Umgebung gemeinsam halt, ne? Bisschen was sehen, weil das ist ja ein neuer Abschnitt von der Map. Hier geht es steil nach oben. Ist fast schon ein bisschen ungewöhnlich. Hole ich mal direkt dazu. Auto lassen wir jetzt mal links liegen. Feinde am Wegesrand lassen wir mal links liegen. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen um, was das so aus der Map gemacht hat. Hier ist halt viele gerade Bauflächen, ne? Viele gerade... Naja. Ein Stückle Wüste kommt ja da oben auch nochmal. Jetzt können wir natürlich auch gucken, dass wir gezielt den Händler finden, obwohl das liegt jetzt auf der anderen Seite hier. Aber ich nehme an, das ist schon das Stückle hier, wo es... Oder ist das da unten das Krokodilgebiet? Wobei das hier sieht aus wie so eine braune Pfütze, ne? Und das hier unten sieht aber auch irgendwie... Ne, ich glaube, das oben war es. Also wenn er es nicht verändert hat von der Location her, war es das oben. So, hier drin ist auch nochmal irgendwo... Point of Interest. Ei, guck mal da oben. Ich glaube, das ist so eine Art Militärcamp eher. Sieht man die Zelte da hinten. Das gehen wir uns natürlich auch noch reinziehen. Wie gesagt, ich habe auch vor, die Apartments mal zu besuchen. Ob man die dann am Stück looten, weiß ich noch nicht. Aber dass man mal so ein Haus da angeht, ne? Oh, hier ist aber auch geil, guck mal. Das ist ziemlich geil. Kann das sein, dass das der Fluss ist, der bis zu uns führt? Ne, das ist ein komplett anderer Fluss. Da steht auch ein Auto, ne? Hinten steht der Zombie und wartet, dass ich absteige, was ich nicht tue. So, jetzt müsste normalerweise jeden Moment... Ach nee, wir sind noch eine ganze Ecke weg. Ich fahre jetzt mal der Straße entlang, weil ich hier nicht sicher weiß, ob wir da hinten dann überhaupt hochkommen, weißt du? Hier haben wir Aloe ohne Ende. Krankenwagen. Gut, aber im Moment habe ich jetzt gar keinen spezifischen Bedarf an irgendwas. Außer an Tech-Punkten. Und am Mike. Je schneller der Mike bei uns ist, desto besser. Wow, nimm das. Mach langsam. Ich komme mit den Augen nicht mehr mit. So, guck mal, hier ist die Siedlung. Die liegt ja genial. So, stopp. Ich würde sagen, Tech-Punkte gehen auf jeden Fall mit, wenn wir welche finden, ne? Ja, es dürfte so ziemlich dasselbe Hausaufbau sein. Bin ich jetzt erschrocken, Alter. Das ist der, der sich... Alter, wie die dir nahe kommen, ne? Der hat mich jetzt gut erwischt. Jumpscare-mäßig.
So schnell konnte ich gar nicht. Wo bist du? Endgegner, zeig dich. Weiter. Nimm's, lass dich. Ja, jetzt ist gerade hier sehr, sehr dicht alles. Das siehst du gar nicht richtig. Wie sieht's denn aus? Nehmen wir mal erstmal nur Tech-Punkte suchen, ohne die Taschen schon wieder voll zu räumen und dann den Händler und dann auf dem Rückweg die Taschen voll machen. Jetzt haben wir nämlich die Lampe, Leute. Guck mal, wie viel angenehmer das jetzt ist, ne? Ob jetzt natürlich hier gerade Tech-Punkte rumliegen, weiß ich nicht. Das kann ich natürlich nicht liegen lassen. Hör jetzt auf zu looten, Digga. Ich wollte Punkte. Ich sehe keine. Ich sehe keine. Hier auch nicht. Hier. Tech-Punkte. Schleifgerät fände ich wichtig. Dann braucht man nämlich unsere Waffen nicht. Dann können wir die einfach schleifen. Dann ist wieder alles gut, ne? Zumindest die Sperrgeschichte. Ist das nicht das Händlergebäude, das flache hier? Hier ist er. Was er halt manchmal macht, ist, beim Ladevorgang ist noch irgendwas nicht in Ordnung, finde ich. Also er lädt, aber dann hast du plötzlich ein Problem, wenn du im falschen Moment auf Fokussieren gehst. Vielleicht muss man gar nicht mehr fokussieren. Da ist noch irgendwie was nicht so richtig flüssig. Nee, das war nicht ein Bolzendelikt hier. Denk dran, 61% leben nur noch, ne? Ja, die hat sogar einen Sonnenhut. Spätestens hier hätte ich mich wahrscheinlich dran erinnert. Und sieht kein Army-Shirt an. So, wir gucken mal, ob sie eine Info hat. Hat sie nicht. Also Mike müssen wir so suchen. Aber da weiß ich noch ungefähr, wo er das letzte Mal war, ne? Ansonsten hat sie wahrscheinlich dieselben Sachen, oder? Ausdauer. Gemälde, Essen, Möbel. Ich glaube, die haben immer dieselben Sachen. Verbesserte Batterie, höhere Werkbank. Ja. Okay, das ist nicht so prickelnd. Aber den Tech-Punkt, den nimmt uns natürlich heute keiner mehr. Und die Erfahrung. Ich nehme das jetzt einfach. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir die Gebäude weiter durch. Vielleicht findet man noch einen Tech-Punkt. Ich lasse mal offen. Naja, das brauche ich jetzt alles nicht. Ich würde eh sagen, die Händlersiedlung hier, die ist uns wahrscheinlich... Also ich habe nicht vor, die dann nochmal anzufahren. Dann können wir nämlich bei unserer das alles erledigen. Dann ist es hier auch egal, weißt du, ob ich jetzt die Sachen drin lasse, die ich nicht mitnehme. Ich dachte vielleicht, dass da jetzt ein Unterschied ist, weißt du. Ja. Ist das einstöckig hier nur? Ich glaube, ne? Hm.
Scheiße. Den hast du ja eigentlich ganz gut erwischt, ne? So, das heißt, wir waren jetzt hier auf der Reihe überall. Bis auf das Kleine, da müssen wir noch reinlinsen. Ich sehe niemand. Gehen wir hier rein, nach Zechpunkten gucken. Sehr gut. Ja, brauchen kannst du eigentlich schon trotzdem die Sachen, so ist nicht, ne? Außer vielleicht den 500. Seed. Jo, nimm's doch mit. Kannst du verarbeiten. Wenn die Taschen voll sind, gehen wir sie natürlich einmal kurz ausladen. Genau deswegen. So, das war's auch schon mit viel Platz. Hier, Techpunkt, Leute. Zwei Techpunkte. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal was. Gucken wir nachher dann durch, was wir uns freischalten. Wie gesagt, wenn wir den großen Rucksack wollen, der ja auch langsam Sinn macht, wäre der auf jeden Fall eine Geschichte. Das heißt, da brauchen wir den Webstuhl, glaube ich, ne? So, das heißt, die zwei Gebäude da vorne, die looten wir jetzt gleich noch ordentlich. Aber ich glaube nicht, dass wir noch einen dritten Techpunkt hier finden, aber gucken kann man ja, das schadet nicht. Und die zwei Sachen nehme ich natürlich dann auch gleich nochmal mit. Sehr geil. Also, auf geht's. Denk dran, dass der Fuchs da irgendwo war. Letztes Mal war es der Wolf, da hinten ist einer. Jo, alles klar. Wie viel Leben habe ich jetzt verloren? Geht. Okay, ich muss kurz ausräumen. Ja, ein bisschen hellhöriger macht dich die neue Version von denen, aber es ist jetzt trotzdem nicht so arschgefährlich. So, komm nochmal in die kleine Hütte, die war ja sehr ergiebig. Die sind wichtig, die Sachen. Das ist der Hammer. Das haben wir auch. Gut. Also, dann noch hier rein und dann sind wir durch, grob, ne? Zwei Tech-Punkte, dafür allein hat es sich ja gelohnt, dass wir los sind. So, machen wir uns die Taschen voll. Hier. Okay, ist nur Müll. Ist leider nur Müll. Oh,25 war die Ausgangsbasis, ne? Also irgendwo liegt noch einer. Aber solange es nur ein Verlust ist, ist okay. Da gibt es Schlimmeres. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, du findest aber schon gut Elektronik, ne? Also es ist okay. Man kann fast sagen, dass man verlässlich draußen die Sachen findet, die man braucht jetzt. Das haben wir fast gedacht. Wie, jetzt habe ich da auch keinen Platz mehr? Doch. Nee?
Ach, der geht hier vorne mit rein. Siehst du, wie ich schon gar nicht mehr groß. Aber da werde ich. Der ist doch gerade mit dem Kopf hier vorbei. Hier ist er. So, komm einmal noch kurz hoch. Okay, da geht's nirgends hoch. Sah so aus von außen, als wäre es ein doppelstöckiges. Scheinbar nicht. Okay, 2 Tech-Punkte. Das hat sich ja trotzdem gelohnt. Gut. Was liegt denn hier? Ach, der Vogel. Okay. Also, nehmen wir es. Wobei es fast schade ist. Weißt du was, wir machen noch kurz leer. Das wäre ja blöd, wenn wir jetzt heimfahren mit halb vollem Ding. Nehmen wir noch die ganzen Sachen mit, die jetzt hier drin sind. Komm her. Machen wir die Autos, gehen hinten nochmal in die Butze rein. 1, 2 Feinde werden bestimmt auch nochmal respawnen und dann ist gut. Dann war es ein ganz normaler Loot-Ausflug. Nehmen wir auch nochmal Sprit mit. Wir machen ja daheim jetzt ein Eslager auf demnächst, ne? Ja, komm. Machen wir das Ding leer. Einfach mitnehmen alles. Wäre ja blöd, wenn wir jetzt heimfahren und das Auto ist noch halber leer, weißt du? Jetzt wissen wir zumindest, was wir wissen wollten. Das mit den Händlern, das ist okay. Wir wissen, dass nur ein Händler relevant ist für uns. So, den haben wir leer. Sprit nehmen wir nur einen mit, den kriegst du ja verlässlich in jedem Ding. Das ist okay für Biosprit. Ja, die will ich eigentlich nicht tausendfach hier. Aber das einmal so. Leer, den haben wir noch was drin, das Eis nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit, der ist leer. Schöne Mischung. So. Das haben wir. Da waren wir, glaube ich, auch durch. Kein Feind mehr da. Beim Händler gab es doch auch immer noch den ein oder anderen Loot-Container. Das sollte man vielleicht nochmal kurz rein. Genau deswegen. Haben wir Tauschgeschäft gemacht, ohne dass er zugestimmt hat. Hier. Genau deswegen. Okay. Stimmt ja. Nee. Nimm das. Lass mich auswählen, was wir mitnehmen, bitte. Das war's, ne? Gut, Leute. Dann würde ich sagen, tagen wir das Thema ab. Wir wissen jetzt, welcher unser Händler ist, der am nächsten dran ist. Wir wissen, dass wir beim Ausbau der Base noch gucken müssen, wie wir es mit der Umrandung dann später machen. Das weiß ich tatsächlich jetzt noch nicht. Und dann geht es morgen weiter definitiv mit den Freischaltungen. Und wahrscheinlich sehr, sehr zügig krokodilmäßig unterwegs. Da müssen wir dann wieder einen Tisch mitnehmen, gell? Den Schlachtertisch, sonst kriege ich, glaube ich, die heute nicht von denen. Perfekt. Sonst noch irgendwas?
Ist leer, hast du schon. Ja, ich würde sagen, gründlich genug durchlootet. Wir brauchen jetzt nicht noch mehr. Hier gucke ich noch mal kurz rein, ob ich alles habe. Gehen wir. Gehen wir. Gut, dann fahre ich uns jetzt nach hinten. Ich drücke jetzt da nicht noch mehr rein. Ich würde sagen, ich fülle daheim mal die Regale. Dann können wir morgen das, unser Hauptregal aufbauen. Kisten reinmachen. Dann kann man da ein bisschen sortieren. Und jetzt ist natürlich super interessant. Solarmodultechnologie. Webstuhl, ne? Pass auf. Wenn wir den Rucksack wollen. Halt, der war doch gerade da. Wenn wir den Rucksack wollen, brauchen wir 4 Krokodilhäute. Und Krokodilhäute und den Rucksack verarbeiten wir dann am Webstuhl. Also ist für mich jetzt die nächste Technologie die Webstuhltechnologie. So, haben wir freigeschalten. Dann gibt es noch die Lampen. Herd, Ölsauger, es ist alles interessant. Chemie auch interessant. Kreissäge, Wasser, Strom. Gestelltechnologie, jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken. Der Schleifbock, Leute. Schleifrad, tatsächlich, aber wo? Bevor es jetzt noch passiert. Er hat dich erwischt, ne, Nimbus? Der Respawn ist so willkürlich irgendwie, ne? So, ich will das Schleifrad jetzt noch freischalten. Stall, Benzin, Gewächshaus haben wir. Mischer, wäre auch nicht schlecht. Mühlentechnologie, Ölpumpe, Strom, Wasserhaus, Kreissäge, Windturbine, Chemie, Ölsauger. Sieht jemand von euch den Schleifbock? Jetzt gehe ich gerade mal so nach und nach durch. Kreissäge, Wasserhaus. Oder ist das jetzt, hätte ich den beim Händler kaufen? Ne, da ist er. Schleifrad und die Steinmühle. Ja geil, Schleifrad und Steinmühle. Ha ja, die Steinmühle war das mit den Eisenbrocken und das Schleifrad. Alles klar, Leute, geile Geschichte. Sehr schön, bauen wir uns morgen auf, inklusive des dritten Extractors. Machen wir morgen ein bisschen Meter und dann geht's weiter, freue ich mich drauf. Dann fahre ich jetzt nach Hause und richte ein bisschen die Materialien. Bis morgen.